liebe Freunde und Zuschauer und was auch immer ihr seid, Abonnenten, Nicht-Abonnenten, Zapper oder was auch immer. Willkommen zu Murder with Soul Suspect, der zweiten Episode. Und zwar könnt ihr im ersten Part nachschauen, was bisher geschah. Im zweiten Part diesem werdet ihr sehen, wie es jetzt weitergeht. Und los geht's, fortfahren. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Oh, du bist's nur. Yep. Ich wusste, ich hab was gehört. Ja, it's me, it's Mario. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe es gesehen. Und ich bin ein Geist. Infos zu meinem Mörder. 1 von 39. Warnhinweis. Gehe in die Wohnung und kennst. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber in Angesicht der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen zu verschlossen. Okay. Also Warnhinweis von der Polizei. Liebling, Sie können mich wahrscheinlich durch die Decke hören. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde... Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Ja. Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Aha, aha. Nicht gut. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. So. Ein mysteriöser Mord. Sie glaubt, ein älteres Ehepaar im Gebäude hat sie ermordet. Es sollte versuchen, Informationen über jegliche ältere Mieter herauszufinden. Okay. Noch 6 mehr aufdecken, um... Geschichte, ein nasses Grab. Ja. Aufzudecken. Der hier scheint. Hey, Johnny. Hey, Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Ja, will ich. Nein, ich wollte... War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Okay, okay, Spioniere. Also Bett gemacht. Güter gemacht. Erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detective einem dreisten Mord in einer Öffentlichkeit zum Opfer gefallen ist. Gibt es eine Verbindung zwischen... Eine Notiz gefunden. Ihr Nachbar hat die Stadt in Eile verlassen. Vielleicht hatten sie etwas damit zu tun. Badezimmer sieht aufgeräumt aus. DJs für WDJA, live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit ans Licht. DJs aus Salem, wo ein... Grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei.
Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Okay, also Grace hat sie scheinbar geschlagen. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Warum nur? Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Also sie hat dich umgenockt? Kinder brechen ständig in den Steinbruch ein. Warum ein Interesse für den Steinbruch? Sagen, die Alte hat sie umgenockt, der Typ hat sie weggebracht. Egal. Wolke der Angst über der Stadt. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Mann, oh. Fehlende Leis. Oh, shit. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Hoffentlich stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Okay.
Hey. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Oh, das sieht schon sehr ritualmäßig aus, muss ich ja sagen. Sind wir auf jeden Fall schon mal in der zweiten Etage gelandet. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Oh, einmal. Das wirst du schon schaffen. Salem ist mit einem Serienmörder zu tun. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monika James für WDJA, live aus Salem. Was machst du hier? Frank. Wie endet ein Monster wie du im Schrank eines Kindes? Ihr Papi hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen. Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam mir in die Quere. Hat wohl geklappt. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Wenn du ihn umgebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen. Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Kleine Mädchen sind keine Ausnahme. Sehr nett. Platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück. Angst, du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken. Hm. Der wird wohl nicht mitnehmen. Geld abnehmen, Großer. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Nur nicht während einer Pokerrunde. Hier ist was. Ja, hab ich. Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detective einen 30 Mord hat. Hier ist er. Wenn dich Dämonen wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Die Rückstände von Geistersinn verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Du kannst dich zwischen Objekten zum Verstecken hin und her bewegen und Dämonen ausziehen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf. Halt F gedrückt, um Dämonen durch Wände zu stehen.
einen Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschalten, um ihn zu vernichten. Halt R, um versuchen, ihn zu vernichten. Don't fuck with the boss, Mädel. Oh, weiter hoch. Leute, das war... Zumindest haben wir hier so ein komisches Ding in der Zeit irgendwie entdeckt. Ja. Gut. Ich glaube, ich müsste jetzt hier alle haben. Achtung! Entschuldigung! Hey! Du bist es! Du bist berühmt! Yep, zieh dir das in die Glotze rein! Passt schon, danke. Tolles Gespräch. Monica Chase aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Ah, hier ist es. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben?
Chancen fahren? Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Rein logistisch. Sollen wir dein Auto nehmen? Ja. So, dann gehen wir mal höher. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte... Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Nein. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Oh. Sie wollen bloß wissen, ob hier ein Mörder rumsteigt. Das Police Department wird das aufklären. Keine Sorge. Mit eins, was hab ich so. Aha, muss. Ich hab es gefunden. Jetzt können wir wieder hoch. Eigentlich klingen sie jetzt doch nicht mehr so sicher. Kann ich für ein paar Tage bei dir bleiben? Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Zum Mädchen. Meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Letzter Kampf. Drei Hinweise haben wir schon. Oh, ja, ist klar. Yeah. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Was mit Joy? Dabei.
Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Warum war der Mörder hier? Das Mädchen. Yippie! Okay. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Das Mädchen ist auf jeden Fall durch das Fenster angehauen. Aber immer noch zwei Hinweise. Das fehlt mir scheinbar noch. Ich habe keine Ahnung was.
Seltsam, seltsam. Hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Platziert eure Einsätze und hofft auf mehr. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute an. Ja, irgendwas fehlt mir noch.
Heck. Nochmal den. Beeinflussen, mögliches Ziel. Ja. Weil ich von der falschen Seite geguckt habe. Seriously? Boah, du Sack! Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Okay. Das ergibt zumindest Sinn. Okay, dann ist hier verlassen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhen trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir haben jetzt zumindest eine Spur zu dem Mädchen und werden dann natürlich die Untersuchung beginnen in dem nächsten Part. Finde die Zeige. Viel Spaß! Danke fürs Einschalten!